in die Runde. Vielen Dank für das Interesse und die Zeit an dem Vortrag. Ja, wie von Markus erwähnt, mein Name ist Stefan Müller. Ich arbeite für die Firma IT Novum und bin dort seit über 11 Jahren für das Thema Big Data Analytics und IoT zuständig. So heißen wir heute. Wir haben ein paar Mal umfirmiert. Das ist sicherlich auch Teil des Vortrags. Kommen sicherlich stark aus der Richtung Data Warehouse, Business Intelligence und haben dann unser Portfolio immer sukzessive auch um neue Ansätze erweitert. Big Data, IoT, das ist was, wo wir uns heutzutage sehr, sehr stark mit beschäftigen. Und wir benutzen bevorzugt Open Source Technologien. Also wenn immer es geht, wir Open Source Technologien für unsere Projekte. Und ja, der Vortrag ist wie der Vortrag über moderne Datenarchitekturen mit Open Source. Ich habe einfach mal so ein bisschen die Herausforderungen mitgebracht, die heutzutage an Anwender, an Unternehmen gestellt werden, in unterschiedlichen Stufen, und habe mir einfach auch mal auch ein Kundenprojekt mitgebracht, wo einfach auch mal dargestellt wird, wie machen das denn eigentlich Kunden in unseren Projekten. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Anwendungsfälle, ganz, ganz unterschiedliche Szenarien. Und am Ende habe ich eben auch noch mal so eine Musterarchitektur dabei. Fairerweise sieht das natürlich für jeden Kunden ein bisschen anders aus, je nachdem, was er für eine Anforderung hat. Aber man sieht eben auch, dass es tatsächlich für die zentralen Komponenten immer auch eine sehr funktionierende Open Source Technologie gibt, die ich dafür einsetzen kann. Fragen jederzeit gerne. Also ich habe eben genickt, jetzt auch gerne nochmal persönlich bestätigt. Gerne interaktiv halten, zwischendurch Fragen stellen und am Ende auch gerne persönlich über die Plattform. Okay, dann will ich auch mal direkt starten. Ja, was macht jetzt mein Daten? Das ist, glaube ich, jetzt kein großes Geheimnis. Das ist eine ziemlich große Sache für alle Unternehmen in dieser Zeit. Daten werden für die unterschiedlichsten Zwecke genutzt, sei es für das traditionelle Umsatzreporting, welche Produkte laufen gut, bis hin zu Szenarien, wie verbreitet sich eigentlich so ein Coronavirus? Ja, ich glaube, das ist natürlich, wir werden ja auch in letzter Zeit sehr, sehr massiv mit allen möglichen Daten konfrontiert. Und in dieser Datenwelt hat sich auch sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Das habe ich mal hier unten im unteren Teil dieser Folie dargestellt. Da liest man ganz oft Smart. Wir haben auf einmal ganz, ganz viele neue Datenproduzenten. Ja, smarte Infrastrukturen, smarte Gebäude, die entsprechend Informationen drüber geben, wie viele Menschen gehen da rein und raus, sind Fenster auf, sind Fenster zu, wie ist CO2-Gehalt in der Schule, das ist ja momentan auch ein Thema. Smarte Fahrzeuge, smarte Plätze, die eben auch Informationen geben, wie dort das Geschehen ist, bis hin zu smarten Städten. Und das sind ja alles nur die neuen Datenerzeuger. Dazu kommt natürlich noch Unmengen an traditionellen Datenquellen, wenn es denn sowas überhaupt gibt, plus die ganzen neuen Cloud-Systeme und so weiter und so fort. Und diese Daten möchte man natürlich nutzen, um unterschiedlichste Zielsetzungen zu verfolgen. Das ist im oberen Teil der Folie dargestellt. Man möchte vielleicht das Kunden- und Bürgererlebnis verbessern, eine gute User Experience, Customer Experience liefern. Als Stadt auch interessiert, die Sicherheit zu erhöhen und da auch Daten für zu nutzen, um einfach zu schauen, wie ist dann vielleicht eine Auslastung auf dem öffentlichen Platz? Muss ich da irgendwas tun? Unternehmen haben natürlich auch aktuell das Thema, dass sie ihre Prozesse optimieren möchten. Auch datengetrieben massiv. Das ist natürlich auch ein ganz zentraler Punkt von Digitalisierung. Ebenso wie die operative Effizienz, um dann am Ende Kosten zu sparen. Um Daten nutzen zu können, habe ich hier noch so ganz High Level in der Mitte dieser Folie den Prozess dargestellt. Wir müssen sie erstmal erfassen. Vielleicht machen wir Dinge auch smart, vielleicht ergänzen wir auch Sensorik an bestehende Infrastruktur, um überhaupt neue Daten zu erzeugen. Im Produktionsumfeld ein ganz gängiges Thema, Retrofitting von Maschinen, die dann eben auch neue Daten liefern. Ich muss sie einsammeln, miteinander korrelieren lassen, integrieren, um dann auch eine 360-Grad-Sicht auf mein Business-Objekt, auf das Objekt, für das ich mich interessiere, zu erzeugen. Dann unterschiedliche analytische Methoden. Und was sicherlich in den letzten Jahren auch noch deutlich mehr dazu gekommen ist, ist das Thema Proaktivität, Alarmierung, Echtzeiteinblicke
in Daten ermöglichen und dann natürlich auch Vorhersagen auf den Daten treffen. Also nicht so klassisch nach hinten schauen in den Rückspiegel, sondern durchaus auch nach vorne schauen, was könnte sich denn jetzt eigentlich aus dem Datenbild ergeben. Das ist aber durchaus eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die auch Unternehmen und auch natürlich Kommunen, Städte, den Staat vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt. Und dazu führt, dass auch noch lange nicht alle Daten genutzt werden. Und am Anfang würde mich vielleicht mal interessieren und dafür vielleicht einfach mal kurz in den Chat eine Zahl schreiben. Was glaubt ihr denn, was glauben Sie denn, wie viel Prozent der verfügbaren Daten in einem Unternehmen wirklich unternehmenskritisch genutzt werden? Bitte einfach mal kurz in den Chat schreiben, um eine Einschätzung zu bekommen. 10 lese ich gerade, 15%, 5%. Ja, 5%, 50%, das ist sehr optimistisch. Ja, das geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung. Also, um das Dilemma so ein bisschen, vielen Dank, um das Dilemma so ein bisschen zu illustrieren, kann man eigentlich immer diesen Datenberg ganz schön nutzen oder heranziehen. Der Datenberg, wie jeder Eisberg, hat natürlich eine riesige Fläche unterhalb der Oberfläche und eine kleine, relativ kleine Spitze. Und ja, gemäß dieser Studie werden eben bis zu 12% der verfügbaren Daten wirklich entscheidungskritisch, businesskritisch genutzt im Unternehmen. Ja. Also ganz klassische Themen, irgendwie, wer seinen Umsatz nicht im Griff hat, der hat natürlich irgendwie ein wirklich ernsthaftes Problem. Ja. Das sind einfach die klassischen Auswertungen, die eigentlich alle Unternehmen machen. 23% der Daten sind rot, redundant, obsolete und trivial. Die interessieren uns eigentlich gar nicht. Die kosten uns natürlich Geld, weil wir die trotzdem irgendwie anfassen müssen, weil wir die speichern und die beschäftigen uns, aber die interessieren uns nicht. Aber gemäß jetzt dieser Aufstellung bis zu 65% der Daten sind spannend. Dark Data, das ist ein Begriff, den Gartner irgendwann mal geprägt hat, meint also die Daten, die tagtäglich erzeugt werden, aber die eigentlich keiner anfasst. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Und da liegt natürlich, da liegen spannende Themen drin. Und die Challenge, die viele Unternehmen jetzt haben, ist natürlich die Relationen in diesem Databerg zu ändern, zugunsten der wirklich kritisch, täglich kritisch genutzten Daten und halt diese 12% deutlich zu erhöhen. Stichpunkt auch Datengetriebenheit. Wir wollen datengetrieben werden. Warum ist das schwierig? Also bis zu 85% sagen, sie haben nicht die richtigen Werkzeuge, um an diese Daten ranzukommen. Ja, 39% sagen zu viele Daten, zu wenig Analysen. Also, und 25% sagen, sie nutzen nur strukturierte Daten. Also auch so klassische Big Data-Herausforderungen. Die Daten liegen im Unternehmen und wir kommen da eigentlich gar nicht so richtig dran. Und haben vielleicht auch Legacy-Systeme, die damit nicht klarkommen. Und wir müssen eben unsere Datenplattformen entsprechend modernisieren, anpassen, um mit den Daten arbeiten zu können. Auch interessant, bis zu 66% sagen schlechte Datenqualität. Also auch das ist natürlich ein riesiges Problem. Und auch wenn man sich die gängigen Marktstudien so durchliest, auch ein Thema, was ganz, ganz oben auf der Prioritätenliste von vielen Unternehmen zu stehen scheint. Weil Datenqualität ist ja auch kein technisches Problem, das ist ein Businessproblem. Wenn die Daten nicht passen, dann kann ich sie natürlich auch nicht richtig nutzen. Ja, was hat sich denn so getan oder wie hat sich denn auch dieser Wandel des Datenmanagements gestaltet? Einfach hier mal ein paar exemplarische Punkte. Ich glaube, diese Liste, die ist ziemlich lang, aber zeigt eben so ein paar grundlegende Themen. Also in der klassischen Business Intelligence Data Warehouse Welt hat man sich natürlich vorwiegend mit strukturierten Daten befasst. Relationale Datenbanken, Textdateien und ähnliche Themen, die eben entsprechend ja, Umsätze, Produktinformationen, Kundeninformationen enthalten haben die entsprechend verarbeitet wurden, veredelt wurden. Heutzutage, wie auch schon dargelegt, haben wir natürlich ganz, ganz viele neue Datentypen. Und Ziel von modernen Plattformen sollte eben sein, dass eben auch genau diese Daten alle entsprechend unterstützt werden. Daten haben natürlich auch eine ganz andere Bedeutung für Unternehmen bekommen. Sie sind viel, viel wichtiger, ein ganz zentraler Asset.
Und deswegen haben natürlich auch entsprechend die Anwender ho ziemlich hohe Anforderungen an diese Daten. Also da geht es natürlich auch um Geschwindigkeit beim Daten-Onboarding, schnelle Be Datenbereitstellung, ein möglichst freier Zugriff auf Daten. Stichwort da ist natürlich Data Governance. Und versus, ich warte jetzt mal 2 Monate, bisschen übertrieben gesagt, bis mein Bericht angepasst ist. Das ist eine ziemlich ja, eine Situation, die nicht sehr zufriedenstellend ist. Also auch dahingehend muss man dafür Sorge tragen, dass Self-Service ein Thema ist, dass Daten schnell zur Verfügung stehen, dass wir eben auch eine hohe Automation in so einer Plattform haben, um die Daten dann auch vernünftig zu verarbeiten. Um sie dann eben zum Beispiel auch nicht mehr nur dem Reporting-System zuzuführen, sondern auch den fortgeschrittenen analytischen Use Cases, Predictive Analytics in der Cloud zum Beispiel. Da muss man natürlich auch entsprechend für aufgestellt sein. Auch ganz wichtiges Thema Datenschutz sollte man auch möglichst früh in solchen Projekten angehen, wenn man dann personenbezogene Daten verarbeitet. Auch hierfür gibt es eben sehr, sehr gute Ansätze. Wir setzen da zum Beispiel auch in Projekten auf dynamische Pseudonymisierung über eine spezielle Software, um dann auch Datenassets DSGVO datenschutzkonform aufzubauen, um sie dann auch unter Einhaltung der legalen Auflagen vernünftig nutzen zu können. Ja, und das sind so Infrastrukturthemen. Da ist man natürlich auch schnell ja, bei Containern beispielsweise oder bei der Cloud. So dass ich heutzutage auch nicht mehr so alles vordenken muss, wie das vielleicht früher war, wo ich nur die teure Oracle-Datenbank hatte und mir natürlich viel, viel mehr Gedanken gemacht habe, wie ich die Daten ablege, wie ich sie speichere, in welchem Umfang ich sie speichere. Da möchte ich heute ein bisschen flexibler sein und natürlich auch schneller sein, was das Projekt angeht. Und der große Vorteil von Cloud-Umgebungen ist ja in erster Instanz, dass ich einen Piloten auch sehr, sehr schnell hochfahren kann, skalieren kann und mir und nicht so ein hohes Upfront-Investment habe, um die Infrastruktur erstmal aufzubauen. Wie sich das dann nachher verhält von den Kosten, das muss man sich sicherlich auch individuell anschauen. Aber ein zentraler Punkt ist natürlich, dass ich erstmal starten kann. Und das ist sicherlich ein ganz, ganz großer Vorteil. Also, da hat sich einiges getan. Die Welt hat sich stark gewandelt. Wir sind eben nicht mehr nur im Data Warehouse-Umfeld unterwegs. Auch da gibt es sicherlich ganz massive Modernisierungsmaßnahmen, die notwendig sind, sondern wir haben eben da auch jede Menge neue Herausforderungen hinzubekommen. Ja, was sind eigentlich auch so, natürlich ganz High Level, so 4 Phasen, die man eigentlich durchlaufen muss, wenn man Daten vernünftig nutzen möchte? Und sicherlich ist auch nicht jeder direkt dabei, den Big Bang zu starten, sondern man durchläuft diese Phasen durchaus auch sequenziell. Und entsprechend ja, gibt es wohl die wenigsten, die jetzt direkt voll durchstarten. Oder aber Leute, die quasi mit dem Self-Service oben starten und es nicht schaffen dafür, die werden relativ schnell ja, eine gewisse Ernüchterung erfahren, weil nur weil ich ein ganz tolles Frontend habe, um alles zusammenzuklicken, nützt mir das auch noch nichts, wenn unten die Datenbasis einfach nicht okay ist. Also, deswegen erste Stufe auf dieser Stairway. Das machen wir für jeden Kunden. Das ist auch aus meiner Sicht ein Thema, das hat eine Herausforderung, das hat ja jeder Kunde, ist eben diese Datensilos aufbrechen. Ja, Daten zusammenführen, auch nichts Neues. Wir haben jetzt nur mehr Datensilos, wir haben neue Datensilos, ja, um Daten vernünftig zusammenzuführen. Ich gehe dann auf die Stufen gleich noch ein bisschen genauer ein. Zweite Stufe, Erkenntnisgewinn. Also, wenn ich die Daten eingesammelt habe, dann ist aus meiner Sicht auch noch eine große Herausforderung eine business-taugliche Modellierung der Daten. Das kann dann durchaus, sind auch durchaus auch Data Warehouse-Themen, Data Warehouse-Modellisierungsthemen, dass die Daten auch so modelliert sind, dass das Business damit arbeiten kann und auch die Auswertungen fahren kann, die man ziehen möchte, um dann eben auch klassisch Self-Service Self-Service-Systeme mit Daten zu befüllen. Oder eben dann aber auch ja, die modernen Analysemethoden zu nutzen, also Predictive Analytics, Machine Learning und Co., um Erkenntnisse zu erlangen. Und wenn ich die Erkenntnisse habe, dann muss ich natürlich dazu übergehen, die auch an meine Anwender zu transportieren.
Auch das ist eine völlig eigene Disziplin, ne? Also der Sport haben natürlich auch ganz individuelle Anforderungen. Also jemand, der eher operativ arbeitet, erwartet sicherlich ganz andere Daten als jemand, der da aus einer strategischen Management-Sicht draufschaut. Also wir haben in Norddeutschland gearbeitet. Der war eine große Supermarktkette und die natürlich, also um die Bandbreite fand ich mal ein ganz schönes Beispiel. Also einmal interessiert mich, wie oft verkaufe ich den Erdbeerjoghurt in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Filiale. Das ist eine Zahl, die mich natürlich vielleicht als Marktleiter interessiert. Ja, den Geschäftsführer, den interessiert diese Zahl erstmal, glaube ich, nicht so wirklich. Der hat natürlich eine ganz, ganz andere Aggregationsbedürfnis an die Daten. Und dem muss man natürlich auch dann entsprechend Sorge tragen, damit auch eine Akzeptanz stattfindet. Ja, Stufe 4 Self-Service. Auch das ist unserer Erfahrung nach wie vor noch ein Riesenthema. Also Datendemokratisierung, Daten breiter nutzbar machen, Daten flexibler nutzbar machen vom Business mit relativ geringem IT-Involvement. Habe ich auch ein paar Beispiele dabei von Kunden, die das sehr intensiv machen. Bringt natürlich auch seine ganz eigenen Herausforderungen mit. Ein Thema, mit dem wir uns momentan auch sehr stark beschäftigen, sind Metadatenmanagementsysteme, Datenkataloge, die eben auch helfen, erstmal Daten überhaupt ja, zu katalogisieren, dann auch eine gewisse Governance darauf zu bieten und dann aber auch die Daten auffindbar, verfügbar zu machen für Business-Anwender. Also wenn ich als Analyst eine Aufgabe bekomme, soll so ein Katalog dann natürlich auch helfen, überhaupt den Datensatz zu finden und auch sich mit anderen darüber auszutauschen. Ja. Und da gibt es natürlich auch spannende Open-Source-Projekte wie Amundsen zum Beispiel, was von Lyft entwickelt wurde und auch Open-Source gestellt wurde, um da vielleicht auch schon mal so kleine Vorschau zu geben. Ja, wenn wir uns diese einzelnen Stufen mal anschauen, ich habe dann auch für jede Stufe noch mal auch ein Beispiel aus dem Kundenprojekt dabei, wo es dann auch ein bisschen konkreter wird. Also Aufbrechen der Datensilos, wie gesagt, für mich die ultimative Herausforderung im Bereich des Datenmanagements, Daten zusammenbringen. Wie gesagt, diese Datenwelten, die sind in den letzten Jahren immer, immer, immer komplexer geworden. Also Daten bieten riesige Chancen, aber auch der Umgang mit Daten, der wird immer herausfordernder. Also während ich vielleicht irgendwie vor zig Jahren einfach mein SAP-ERP habe, dann brauche ich gar nicht mal die SAP-Welt zu verlassen, sondern allein da gibt es ein riesiges Ökosystem an Systemen, an Tools. Es gibt jetzt auch eine Cloud-Plattform, es gibt dies, es gibt jenes, die mir einfach auch hier eine große Challenge geben, um die Daten zusammenzukriegen, auch für ja, eben entsprechend Business-individuelle Sichten. Und ich habe ja nicht nur SAP, ich habe vielleicht noch ein Salesforce laufen in der Cloud. Dann muss ich meine Vertriebsdaten mit den Kundendaten aus kaufmännischer Sicht zusammenbringen. Habe ich schon ein Integrationsprojekt. Ja. Dann habe ich vielleicht noch ein ServiceNow, wenn ich jetzt in der Cloud bleibe. Und dann sind meine Servicedaten drin. Und auch das interessiert mich natürlich, wenn ich eine 360-Grad-Kundensicht aufbauen möchte. Ja. Dann habe ich vielleicht noch eine Webseite mit Interaktion. Ich habe eine Royalty-Card, was auch immer. Ja. Und diese Daten muss ich natürlich zusammen. Und das ist eine ganz, ganz große Aufgabe, ist eben diese Daten, diese Schaffung von 360-Grad-Sichten zu ermöglichen. Das ist auch stellenweise noch ganz klassisches Data Warehousing mit neuen Aspekten, Data Lakes, Datenplattformen. Und ein Kunde, den wir auch seit längerer Zeit schon betreuen und der auch massiv auf Open Source setzt, strategisch, ist die deutsche Bundespolizei. Ich habe mal einen Anwendungsfall mitgebracht. Die haben wirklich sehr, sehr viele Anwendungsfälle, die auch noch deutlich über diese analytischen Themen hinausgehen. Aber also die deutsche Bundespolizei ist zuständig für ja, die Grenzen, Flughäfen, Bahnhöfe um dort entsprechend ja, Sicherheit zu schaffen und das auch zu kontrollieren. Und ein Anwendungsfall, der die Bundespolizei beschäftigt hat, ist die sogenannte polizeiliche Eingangsstatistik. Den dürfen wir auch teilen, da haben wir erfreulicherweise eine Freigabe für. Und was ist da eigentlich der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass diverse Stakeholder
auf die Bundespolizei zugehen. Das kann der Deutsche Bundestag sein, die EU, Frontex und ja, ad hoc Fragen stellen an die Bundespolizei. Also das kann zum Beispiel sein, wie sind Bewegungen über eine bestimmte Grenze, deutsche Grenze, in einem gewissen Zeitraum, wie ist das klassifiziert, wer hat die Grenze übertreten und so weiter und so fort. Und von diesen Daten oder von diesen Anfragen hat die Bundespolizei eine ganze Menge. Und bevor man dafür ein System aufgebaut hat, hat man das tatsächlich auch zu Fuß gemacht, per Hand gemacht, was ein extrem aufwendiger Prozess natürlich ist. Also jeder, der schon mal irgendwie sowas mit Excel zusammengeführt hat, weiß, das ist sehr langwierig, fehleranfällig, ziemlich schmerzhaft, weil dann irgendwas schiefläuft. Und das wollte man vermeiden. Und aus dem Grund hat man eben erstmal angefangen, ja, diese komplette Datensammlung zu automatisieren. Und hat dafür auch eine Open-Source-Technologie benutzt. Die wird auch öfters vorkommen, weil wir die tatsächlich auch sehr, sehr oft nutzen. Die nennt sich Pentaho. Ist eine Datenintegration und Business Analytics-Plattform, die eben Open Source ist. Ist ein klassisches Commercial Open Source. Gibt auch noch eine Enterprise-Version, wenn ich denn Support dafür benötige. Und auch noch sonst Datenbanken Open Source, spezielle individuelle Visualisierung Open Source, R-Shiny wird da zum Beispiel benutzt. Und viele Dinge mehr. Und also die Daten werden jetzt automatisch konsolidiert. Und man legt auch sehr, sehr hohen Wert auf Datenqualität. Das ist sicherlich auch das Thema modern, also dass man da auch wirklich guckt. Passen die Daten? Ist die Qualität auch so ausreichend, dass ich sie eben an diese Stakeholder weitergeben kann? Das ist eben durch eine Web-Applikation entwickelt, die Bundespolizei Datenwaschmaschine nennt. Ein bisschen liebevoll. Einen Moment, sorry. Und dadurch wird eben sichergestellt, dass die Datenqualität passt. An sich das ganze System ist sehr, sehr stark auf Self-Service ausgerichtet. Das heißt, die Daten, die werden dann nicht in der IT zusammengeschraubt, sondern das funktioniert über ein Business Intelligence System, was auch Teil dieser Ventaro-Plattform ist. Und das machen die Anwender wirklich selber. Und das ist schon eine spannende Sache. Das sind auch ein paar Anwender. Und das Spannende ist eben auch einmal der Qualitätsgewinn der Daten plus die Geschwindigkeit, in der die Daten bereitgestellt werden. Also von Tagen bis hin zu Mausklicks in der idealen Welt. Und das ist ein schönes Beispiel, wo eben eine moderne Datenplattform hochgezogen wird, komplett auf Open Source Technologie. Und ja, da gibt es noch ganz viele andere Use Cases mehr, aber das ist eben, glaube ich, schon ein ganz, ganz eindrucksvolles Beispiel dafür, wie das funktionieren kann. Ja, zweiter Punkt: Erkenntnisse aus Datengewinn. Ja, Data has a better idea. Das kann natürlich, wie gesagt, klassisches Business Intelligence sein. Also Daten auswerten, die aus dem Data Warehouse kommen, wo ich quasi ein Retrospektiv auf die Daten schaue, was ist passiert. Oder eben Ad-hoc-Anfragen, die ich starten möchte. Bis dazu hin, dass, was wir natürlich auch momentan stark sehen, sind mehr Real-Time-Analytics-Anwendungen. Also, dass ich wirklich auf die Datenströme schauen will. Das ganze Thema wird deutlich operativer als das klassische Business Intelligence-Geschäft. Und der Anspruch ist eben, jetzt zu sehen, was ist da eigentlich los, zum einen. Aber dann die Daten natürlich auch zu nutzen für strategische Auswertungen. Und das ist auch ein ganz klarer Trend, den man dann auch mit so Lösungen wie Kafka gerecht werden kann, beispielsweise, aber auch durch IoT-Plattformen. Und durch entsprechende natürlich auch analytische Systeme, R, Python, gibt natürlich auch viele Machine Learning-Plattformen. Ein Konto, sorry. Mit denen wir das auch umgesetzt haben oder ein Projekt, an dem wir im letzten Jahr gearbeitet haben, auch in diesem Jahr noch arbeiten, ist eben so ein klassisches Smart City-Projekt, wo es darum geht, verkehrsbezogene IoT-Daten in Echtzeit auszuwerten. Und eine zentrale Anforderung des Kunden, für den wir das implementiert und designt haben, war Open Source. Also das ist ganz klar auch Anforderung gewesen, dass das Ganze auf Open Source Technologien bereitgestellt wird. Worum geht's?
Also erstmal natürlich Daten sammeln aus unterschiedlichen Sensoren. Das können auch Sensoren über die Umweltbedingungen sein. CO2-Gehalt ist da ein Thema. Zählschleifen in der Straße, Kameras und noch viele Dinge mehr, die eben Daten in eine Datenplattform streamen, die entsprechend in Echtzeit ausgewertet werden, aber dann eben auch, wie gesagt, strategisch ausgewertet werden. Also einmal interessiert mich, was passiert jetzt gerade in der Stadt? Wo habe ich vielleicht eine besonders starke Auslastung? Aber dann irgendwann komme ich ein bisschen in den Punkt und frage, warum ist das eigentlich so? Wo sind die Zusammenhänge? Ja? Und dafür möchte man natürlich auch die Daten strategischer auswerten und hat dann natürlich dann auch entsprechende Komponenten in der Plattform. Ja, die Stadt möchte eben eine Green City werden, also so Umweltschutz ist ein ganz, ganz massiver Treiber, um dann am Ende vom Tag insbesondere CO2-Emissionen zu senken, aber auch so urbane Infrastruktur, urbane Mobilität zu fördern. Also lieber das Fahrrad nehmen statt das Auto. Ja. Und wenn wir da was anbieten, funktioniert das überhaupt? Kann ich da irgendwie eine Erfolgsmessung durchführen? Vielleicht kurzer technischer Einblick, weil wir auch das Thema ist ja Open Source, moderne Architekturen mit Open Source. Also dort, wir nutzen ein API-Gateway, was sich Kong nennt, was auch Open Source ist, ganz spannende Software, um die Daten eben dann in Kafka-Cluster zu streamen. Und dort werden die erstmal abgelegt, aber auch weiterverarbeitet. Dann gibt es unterschiedliche Visualisierungskomponenten. Eine davon ist auch eine Technologie, die wir in einigen Projekten nutzen, die sich ThingSpot nennt. Auch eine Open-Source-basierte IoT-Plattform. Da kann ich eben diese ganzen Datenströme managen. Ich kann die Sensoren managen. Ich kann meine Sensoren zu Assets zusammenfassen. Ich habe Echtzeitauswertungen auf die Daten. Ich habe Business Rules, ja, also um dann auch gewisse Zusammenhänge direkt in den Datenstrom abzufangen. Und ja, dann gibt es eben auch noch gewisse Data Lake-Komponenten für ja, dann diese strategischen Auswertungen. Und ich denke, es ist auch ein super spannendes Projekt und auch ein spannendes Thema, wo man sieht, wie Open Source eben ja, sinnstiftend und auch in ganz, ganz modernen Projekten eingesetzt wird und werden kann. So. Also, jetzt haben wir die Erkenntnisse generiert, ja? Wenn wir nochmal an dieses Stairway denken. Jetzt geht es darum, die ganze Geschichte zu visualisieren. Also, am Ende machen wir den ganzen Aufwand nur, damit Anwender mit Daten arbeiten können, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, das ist nach wie vor das Credo. Das war schon Business Intelligence Data Warehouse. Aus meiner Sicht hat sich das nicht geändert. Das ist die Zielsetzung, die wir verfolgen. Und ja. Eine Herausforderung, die wir verfolgen, ist hier so ein bisschen mit diesen Lego-Steinen dargestellt. Also wenn die Daten einfach roh sind und sie liegen vielleicht im Data Lake, dann habe ich diesen Lego-Haufen. Und wenn ich jetzt frage, welche Farbe ist am stärksten vertreten, dann haben wir noch eine gute Schätzfrage, das machen wir jetzt nicht, aber man sieht natürlich, man muss sie sortieren. Dann habe ich schon mal einen besseren Überblick. Und wenn ich sie dann entsprechend arrangiere und vernünftig darstelle, habe ich intuitiv auf den ersten Blick erkenne ich Zusammenhänge und sehe eben, es gibt genauso viele gelbe wie rote Steine und die schwarzen sind mit am wenigsten vertreten, zum Beispiel. Und darum geht es eben. Ne? Also einmal auch diese businessorientierte Datenmodellierung. Das assoziieren viele nicht so mit Visualisierung, aber tatsächlich, wenn ich bestimmte Anwendungsfälle habe, dann muss ich das sicherlich sehr, sehr stark tun. Und dann natürlich auch gibt es gewisse Visualisierungsstandards, die sich bewährt haben. IBCS ist da vielleicht ein Beispiel, wo man sich auf gewisse ja, Definitionen, Nomenklaturen einigt, wie Daten visualisiert werden, damit sie darstellbar sind. Und da gibt es natürlich dann auch jede Menge Tools, mit denen das geht. Das müssen auch nicht immer zwangsläufig die Platzhirsche Tableau, Power BI, Click, wie sie alle heißen sein. Klar sind die natürlich auch stark vertreten, die sind da auch wirklich gut, das muss man auch fairerweise sagen. Aber es gibt natürlich auch Open Source Alternativen, wie ein Superset zum Beispiel. Grafana werden viele nutzen, um dann auch die Daten darzustellen. Oder auch Pentaho hat zum Beispiel Dashboard-Komponenten, die wir bei vielen Kunden nutzen. Ja, ein Kunde, den wir auch lange betreuen,
und der auch die komplette Klaviatur so mitspielt bis zu diesem Punkt, ist eigentlich Europas größte Immobilienverwaltung. Also hier geht es darum, dass 220.000 Wohnungen, 47.000 Abstellplätze und 5.500 Lokale verwaltet werden müssen, was natürlich eine enorme Anzahl ist. Und in dem Bereich, wo wir da hauptsächlich unterwegs sind, ist quasi die Service-Hotline. Also sprich, was passiert in so einem Wohnhaus? Es wird eine Scheibe eingeschmissen, ne? Und, oder eine Tür geht defekt. Und dann rufen die Mieter natürlich bei dem Unternehmen an und melden das. Und nicht in jedem Wohnareal gibt es da noch einen Hausmeister, sondern das sind eben auch extern beauftragte Dienste. Und jetzt geht es eben darum, dass da der richtige Handwerker hinfährt, nur einer davon, und dann eben den Schaden möglichst schnell behebt, um mal ein ganz einfaches Beispiel zu geben. Und da gibt es eben auch ein eigenentwickeltes großes Ticket- und Helpdesk-System, was eben diese ganzen Informationen verwaltet. Und auf diese Prozessdaten, die aus diesem System, aber auch noch aus einer ganzen Reihe anderer Datenquellen laufen, gibt es eben auch natürlich eine ganze Reihe von Auswertungen, wo der Kunde dann einfach schaut, was ist denn eigentlich jetzt los in den einzelnen Wohnbereichen, oder auch funktionieren meine Prozesse so, wie sie funktionieren sollen. Oder habe ich irgendwo Bottlenecks, gibt es irgendwo immer wieder die gleichen Probleme. Das kann ich natürlich datengetrieben auswerten. Der Kunde, der beschäftigt sich aktuell auch stark mit dem Thema Predictive Analytics. Das sind so Themen wie zum Beispiel so Sentimentanalysen, auch Social Media ist da ein Thema, was spannend ist. Und diese Datenplattform, die wächst und wächst natürlich, setzt auch sehr, sehr stark auf Self-Service, aber auch auf Dashboarding. Ne? Also da gibt es auch unterschiedliche Anwenderkreise natürlich, die entweder Self-Service die Daten auswerten oder dann eben auch vorgefertigte Analysen bekommen in Form von Dashboards, dass sie die Informationen möglichst schnell und einfach konsumieren können. Ja, auch komplett mit Open Source Technologien gebaut. Gibt es aktuell noch einige Erweiterungen, die auch dann sich aus dem Open Source Umfeld bedienen. Ja, letzter Punkt, die Masterdisziplin Self-Service. Also der Wunsch der Fachabteilung, die Daten möglichst eigenständig zu analysieren. Das ist eine ganze Reihe von Herausforderungen mit. Da ist immer die Frage, wie viel gebe ich denn jetzt wirklich frei und wie kann ich das am Ende steuern? Hat natürlich ganz, ganz starke Data Governance Aspekte, wenn ich jemanden möglichst frei auf Daten zugreifen lasse. Und dann auch sowas wie Fehlinterpretationen möglichst zu vermeiden. Das ist ein Aspekt. Dann haben wir natürlich aber auch Themen wie Datenkataloge, hatte ich eingangs schon erwähnt, um sowas auch zu managen, großflächig. Aber dann auch so Sachen wie Self-Service Data Preparation, Daten-Onboarding. Ja, das sind auch so Sachen, die wir schon für einige Kunden gebaut haben, wo dann auch Daten eigenständig in die Plattform gehoben werden können mit entsprechenden Qualitätskontrollen vorher. Ne? Oder auch ein großer Anwender von Pentaho, der in Zürich sitzt, nutzt das, der hat noch so eine Business Model Engine da drauf gesetzt. Also, dass man auch da hier eine Trennung schafft zwischen der ETL-Verarbeitung im Untergrund, der Datenintegration, dass die reibungslos läuft, aber dass die Business-Logik entsprechend auch von der Fachabteilung gepflegt wird. Mit durchaus komplizierten Rules, die natürlich da zu hinterlegen sind und die dann automatisch werden in diese Verarbeitungsprozesse. Auch hier habe ich noch mal ein kleines Beispiel mitgebracht für einen Kunden, den wir betreuen. Das ist der Rhein-Sieg-Abfall-Verband. Die sitzen in der Nähe von Köln. Und die haben auch eine ganz spannende Datenreihe
Reise Data Journey. Also das ist die kommunale Abfallentsorgung, ne? Für den Rhein-Sieg-Kreis, der ist auch gar nicht so klein. Und die Challenge, die die hatten, war erstmal auch so dieses klassische Datenintegration, Datensilos, SAP auf der einen Seite, dann die branchenindividuelle Lösung auf der anderen Seite, alle kaufmännischen Informationen in SAP, alle operativen Informationen in den diversen Branchenlösungen, dann erstmal die Daten zusammenbringen, ne? Das ist halt immer ein schönes Beispiel, auch Integration mit wirklich einem ganz klassischen Datenhaushalt wie SAP. Ne? Auch das kann man natürlich problemlos machen. Haben sie auch mit unter anderem mit Pentaho gelöst. Und jetzt geht es eben darum, da gibt es unterschiedliche Auswertungen dafür, die man auch braucht, um die Prozesse zu analysieren, um kaufmännische Auswertungen zu machen, also auch noch relativ klassisch. Was den Kunden aber auch bewegt, ist zum Beispiel, smarte Wertstoffhöfe, ne? Also dann auch Kameratechnik zum Beispiel zu nutzen, um zu sehen, wo gibt es Staus in bestimmten Bereichen, wo muss mal was abgeholt werden, wie bewegen sich die Leute eigentlich da drauf, um dann hier auch bessere operative Insights zu kriegen, Echtzeit-Insights zu kriegen, was da eigentlich so wirklich passiert und auch um die Prozesse natürlich zu optimieren, um eine bessere operative Effizienz hinzuzubekommen. Und da sieht man auch, dass auch so ein kleineres öffentliches Unternehmen durchaus auch das, den Bedarf hat, dann die Datenplattform zu modernisieren und zu erweitern, um eben Sensortechnik oder in dem Fall dann auch Kameratechnik. Also auch eine ganz spannende Sache. Sicherheit spielt da natürlich auch eine große Rolle, wenn da große Maschinen bedient werden. Also auch das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, wo dann auch Daten und IT helfen kann, Unternehmen einfach besser zu werden. Ja, jetzt habe ich ein paar Beispiele, also erstmal so die zentralen Herausforderungen, natürlich ein bisschen High Level, das ist sicherlich individuell nur so ein bisschen ausgestaltet, habe ich dargelegt, und wie sowas dann auch gelöst wird in der Praxis. Ja, warum eigentlich Open Source? Was ist so das Spannende daran? Haben wir auch schon seit einiger Zeit hier, nehmen wir immer den Open Source Diamanten mit zu unseren Kunden und in solche Veranstaltungen. Also, ich glaube, das ist in der Runde, wird sich ja stark mit Open Source beschäftigt. Das kann ich vielleicht ein bisschen kürzer halten. Also, natürlich geringere Abhängigkeiten von Herstellern, von Lieferanten, vielleicht auch von Release-Zyklen. Also, ich habe jetzt auch vor kurzem mich wieder so ein bisschen researchmäßig mit dem Thema beschäftigt, bin da auch auf ganz, ganz viele Studien, auch von sehr namhaften Beratungen und Analysten gestoßen. Und so ein Credo war, ein großer Fehler oder ein großer Missbelief, den viele Anwender eben haben, ist, dass man mit so einer reinen One-Vendor-Strategie bis zum Ziel kommt und dass eigentlich so ein Best-of-Breed-Ansatz mit Open-Source-Technologien durchaus eine deutlich attraktivere Variante ist, um sowas umzusetzen. Und das sehen wir natürlich dann auch genauso. Ja? Anstatt sich jetzt hier in so ein Login zu begeben, haben wir natürlich, wenn wir Open-Source-Technologien geschickt miteinander, Technologien da miteinander kombinieren, deutlich höhere Freiheitsgrade auch. Ja, Sicherheit, das ist vielleicht auch für öffentliche Kunden durchaus ein spannendes Thema, dass man eben auch in den Code mal reinschauen kann. Dann sehen kann, was passiert da eigentlich so in der Software. Bietet da natürlich auch größere Vorteile. Hohe Flexibilität, das ist für mich eigentlich schon fast einer der maßgeblichen Gründe. Also, führen wir uns nochmal diese komplexe Datenlandschaft, die immer komplexer werdende Datenwelt vor Augen. Wir brauchen einfach Flexibilität. Und was wir für unsere Kunden machen, und wir sind ja jeden Tag auch in Datenprojekten, ist eben auch ganz oft individuelle Schnittstellen bauen. Systeme integrieren, die vorher eben nicht so integrierbar sind. Und da profitieren wir da ganz massiv von der Offenheit der Lösungen, die wir auch einsetzen. Und Flexibilität kann ja auch heißen, auch ich kann mal einen Fehler beheben. Also was ich da immer ganz gerne erzähle, ich habe auch jahrelang mit kommerzieller Data Analytics Software gearbeitet und wir hatten ein spezielles Tool. Und da konnte man eine gewisse Ansicht, die konnte man nicht alphabetisch sortieren. Ne? Ganz großer Hersteller. Und was eigentlich dazu geführt hat, dass die Usability dieser Software katastrophal war.
Hat man das behoben? Nein. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich keine große Sache gewesen, das zu beheben. Das hat aber einfach niemand gemacht. Ne? Und hier habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, dann auch selber einzugreifen und dann auch Akzeptanz zu schaffen. Ne? Kosten, fairerweise auch die Sachen, die ich Ihnen gerade erzählt habe und auch die Technologien, wie gesagt, die sind auch oft Commercial Open Source. Das heißt, wenn ich da Enterprise Support möchte, kostet das auch Geld. Vielleicht habe ich natürlich auch am Anfang ein bisschen höhere Projektkosten. Das muss man auch individuell schauen. Also umsonst ist das sicherlich nicht. Aber ich glaube, im Kostenvergleich kann man sich dann doch durchaus sehen lassen, wenn man die TCO betrachtet von solchen Projekten. Ja, Innovation. Ich glaube, wenn man aus dem Bereich Datenmanagement kommt und sich einfach mal so anschaut, was sind denn eigentlich so die Innovationstechnologien, die da unterwegs sind, würde ich mal behaupten, das ist zu großen Teilen, sind das Open Source Technologien. Ja. Vor ein paar Jahren war es Hadoop, das ist ja momentan so ein bisschen ins Hintertreffen geraten oder wird unbedeutender. Jetzt haben wir sowas wie Kafka, Spark und ja, zig andere Tools, natürlich auch im Bereich Containerisierung und so weiter und so fort. Das sind ja wirklich mehrheitlich Open Source Technologien. Ne? Und die uns helfen, hier auch ja, dann die Plattformen zu bauen, die Anwender auch wirklich benötigen. Wie sieht man, wie kann eine Architektur aussehen? Um da vielleicht auch einfach mal ein Beispiel zu geben. Auch hier wieder der Disclaimer, mir ist schon klar, dass das im echten Leben durchaus individuell anders aussieht. Und was gibt es für Open Source Technologien, um sowas zu bauen? Also schauen wir uns mal hier unten diesen Bereich an. Das ist ja so klassisches Data Warehousing, Business Intelligence, strukturierte Daten, SQL Server, unterschiedliche Datenbanksysteme, die ich mein Enterprise Data Warehouse lade, wo ich Data Marts bilde, um sie dann am Ende meiner BI-Plattform zur Verfügung zu stellen und damit für die Anwender abfragbar zu machen. Dann haben wir hier oben so ein bisschen die neue Datenwelt, wenn man den Vergleich heranziehen möchte. Also wir haben, wie gesagt, IoT-Streams, wir haben überhaupt strömende Daten, wir haben Logs, wir haben Cloud-Services und so weiter und so fort. Und die Daten muss ich natürlich auch anbinden. Und wie gesagt, das ist auch der Punkt, wo Hadoop irgendwann mal groß geworden ist an der Stelle. Heutzutage, wir setzen sehr auf Kafka ein, um die Daten da reinzulegen und dann auch entsprechend weiter zu verarbeiten. Diverse NoSQL-Technologien oder auch spezielle analytische Datenbanken, je nachdem, was ich machen möchte. Ich finde, Neo4j ist da immer so ein ganz schönes Beispiel als Datenbank. Wenn ich mich eher so für die Beziehung zwischen den Daten interessiere, habe ich dann hier mit so einer Graph-Datenbank natürlich ganz, ganz spannende Möglichkeiten, Auswertungen zu erstellen, die mir eben mit so klassischen Datenbanken, wie ich sie hier unten finde, eigentlich gar nicht möglich sind. Dann ganze Thema Machine Learning, da gibt es natürlich auch jede Menge Technologie, Programmiersprachen, Plattformen im Open Source Umfeld. Ja, auch hier mal Python, R, Spark als Beispiele genannt und dann am Ende natürlich auch wieder die Daten den Anwendern zur Verfügung zu stellen. Über ein Thingsboard, über ein Superset sind da Beispiele. Aber wenn ein Kunde eben schon eine unternehmensweite Power BI-Strategie hat, dann ist es von mir aus eben auch ein Power BI. Ne? Ich glaube, wie gesagt, das Spannende, das hatte ich auch zu Beginn gemeint, ist ja auch der Weg hier vorne, den ich ausgestalten muss. Und da bieten uns diese Open Source Technologien eben ganz, ganz massive Vorteile. Das spannende Challenge ist natürlich auch dann gar nicht so diese horizontalen Data Pipelines, die hier scharf dargestellt sind, sondern auch diese vertikalen Verknüpfungen. Ne? Und das ist zum Beispiel was, wo Pentaho stark ist. Ne? Also Pentaho wurde in den USA gegründet, fünf Gründer, deswegen auch Penta. Und ein Gründer war James Dixon. Und James Dixon war tatsächlich derjenige, der den Begriff Data Lake geprägt hat, den wir heute alle benutzen. Ne? Der kommt aus diesem Umfeld. Und die haben zum Beispiel schon relativ früh hier drauf gesetzt, dass sie diese Konnektivität herstellen können. Also dann auch diese Big Data-Welt mit der klassischen
Data Warehouse-Welt zu verknüpfen. Und wer das kann, der hat natürlich dann auch große Vorteile. Ja, so viel dazu. Weil das so ein bisschen, wie geht man so ein Projekt an zum Abschluss? Also, ja, wir sind große Freunde von agiler Implementierung, wie man hier sieht. Ich glaube, also, dass wir im Workshop natürlich erstmal die Kundenanforderungen abholen, das ist klar, und dann in diverse Iterationen starten, um so eine erste Datenapplikation aufzubauen, die Infrastruktur aufzubauen und dann sukzessive zu ergänzen. Ich glaube, ganz oft ist es so, auch wenn wir über Dashboards am Ende reden, die auch wirklich miteinander konsumiert, ist das für viele schon erstmal eine ziemlich, für viele Anwender eine recht abstrakte Angelegenheit. Ja? Also, wie möchte ich denn die Daten sehen und was möchte ich da eigentlich sehen? Und klar machen wir auch noch hier so ganz klassische Projekte, wenn ein Kunde eben entsprechende Auflagen hat. Aber das bessere Projekt unserer Erfahrung nach ist eben, wenn ich entsprechend agil hier vorgehe und auch eine hohe Kommunikationsschleife mit dem Kunden fahre, um das Feedback mir abzuholen und sukzessive dann auch die Applikation und die Architektur entwickle, um möglichst passgenau zu implementieren. Also das ist auch eine Sache, die uns da sehr, sehr wichtig ist. Ja, wir sind auch ganz fortgeschritten in der Zeit. Also ist vielleicht auch immer so rein informativ. So sieht dann auch so ein Workshop aus, den wir am Anfang machen, um den Kunden erstmal abzuholen und dann auch erstmal zu beraten. Ich glaube, was wir so auch mitbringen als Spezialisten, ist auch eine gewisse Technologieübersicht über diesen ganzen Open Source Stack, den es so gibt. Und wir wissen eben, was eben auch gut zusammen funktioniert. Und auf Basis der Kundenanforderungen bauen wir dann eben so eine individuelle Architektur aus. Und Architektur ist immer auch. Ja, damit bin ich dann auch am Ende. Die Zusammenfassung. Auch hier würde ich mich kurz fassen. Also, was ist erstmal wichtig? Immer den Anwender mit abholen. Der Anwender steht im Fokus solcher Initiativen. Und an den Bedürfnissen der Anwender orientiert sich natürlich dann auch die ganze Technologie. Die muss natürlich auch skalierbar sein. Also, für einen Piloten kann ich vielleicht mal so einen Workaround machen. In dem Moment, wenn ich das in Produktion bringen möchte, dann sollte das schon automatisiert sein und auch entsprechend so funktionieren. Open Source ist aus meiner Sicht immer ein Blick wert. Ja, da gibt es wirklich ganz, ganz spannende, tolle Technologien, die dann auch helfen, solche Anwendungen aufzubauen. Und schlussendlich bietet Open Source große Vorteile, ja, dieses bestehende Ökosystem auch vernünftig einzubinden. Und ja, Wiederverwendbarkeit, das ist auch, was wir in unseren Projekten benutzen. Das bringt jetzt Open Source an sich aus meiner Sicht nicht unbedingt mit sich, aber das sollte man auf jeden Fall auch berücksichtigen, modular bauen, sodass man auch entsprechend wiederverwenden kann. Datenschutz, Privatsphäre, Security immer ganz am Anfang berücksichtigen. Wenn man das irgendwann später ändern möchte, das wird sehr aufwendig. Gibt es auch spannende Ansätze, wie man sowas machen kann. Das wäre aber sicherlich dann noch ein eigener Vortrag. Und ja, kooperativ sein, mit den Stakeholdern sprechen und entsprechend dann datengetriebene Prozesse und Lösungen aufbauen. Wir machen sowas professionell, wie ich hoffentlich darlegen konnte in den vergangenen Minuten. Und sind eben spezialisiert auf Data Engineering, Data Analytics und IoT. Und ich hatte ja schon ein paar Kundenbeispiele aufgezeigt, wo wir da entsprechend unterwegs sind und wie solche Lösungen dann aussehen können. Das wäre soweit der Vortrag. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit und ich bin gerne offen für Fragen.